Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hunter Classic Halloween Nebel Werwölfe. Die sind im Spiel. Die wollen wir finden. Eigentlich nicht. Eigentlich will ich die gar nicht finden. Ich will jagen. Ich will Tiere finden. Kein Werwolf. Aber vielleicht begegnet er uns. Es ist schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Das alljährliche Halloween-Event ist nämlich jetzt hier am Laufen auf Timmergold Trails. Hier sind die Werwölfe am Start. Und das Setting und der Sound auch irgendwie, der ist schon ein bisschen creepy. Aber was soll's? Wir haben keine andere Wahl. Irgendwo soll ich den Friedhof sein. Ich möchte mir kurz den Friedhof angucken. Wo ist der denn, verdammte Axt? Den wollen wir zuerst sehen, bevor wir hier aufbrechen. Gott. Schön da für Kisten stand ich schon immer da. Was ist das? Glas ist irgendwann drin, ne? Aber erkennst du nicht, was? Erkennst du nicht, was das ist? So. Aber wo ist denn hier der Friedhof? Da ist der Friedhof. Da sind Grabsteine. Grabsteine. Und da im Text stand hier, lauert irgendwas. So. Wo ist der Werwolf? Komm her. Ich glaube, man kann den Wolf tatsächlich gar nicht jagen. Shit, zumindest im Text ist irgendwie die Silberkugel nicht fertig geworden sind, mit dem man Werwölfe eigentlich jagt, logischerweise die echten Werwölfe, die es natürlich gibt. What? I feel paralyzed. Something's approaching. Alter, da war doch keinen. Was ist das? Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Alter, galoppiert irgendwas. Ich kann nichts machen. Dullahan takes yet another life. Alter, ist das der kopflose Reiter? Ist das der fucking kopflose Reiter, der da kommt? What the fuck? What the fuck? Alles klar. Lol. Deshalb auch der Kopf da. Deshalb auch der menschliche Kopf. In dem Glas. Macht Sinn. Krass, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich will doch nicht mehr jagen. Lol. Ich gucke jetzt so. Guck jetzt auf den Bildschirm, auf einmal ist das so eine Spinne jetzt vor mir auf. Das war mich davon nicht. Ist auch hier gefährlich. Ja, ne? Da kann man nichts anhaben. So. Ja, gut. Dann gehen wir mal gucken, ob wir unseren Freund, den Werwolf, irgendwo finden. Aber was sonst was finden? Was kann man auch normale Tiere noch jagen? Ohne Werwolf? Überall diese Riesenspinnennetze, ne? Dieser Nebel und dieser Sound vor allen Dingen, der macht mich so ein bisschen paranoid. Aber hier oben, ach hier unten scheint der Nebel nicht so schlimm zu sein wie da. Da oben in der Lodge war schon ein bisschen neblig. Hier ist eher so, ist schon ein bisschen düster das Setting. Aber nicht ganz so schlimm. Wie oben an der Lodge, wo wirklich der Nebel die ganze Zeit existent war. So, hallo Werwolf, wir sind hier nur ein bisschen am Spazieren, ne? Macht ja nichts draus. Wollen wir mal ein bisschen gucken, was hier so eine Sache ist. Das erinnert mich so ein bisschen an mein Bigfoot-Video aus Hunter Classic. Da habe ich fast den gleichen Soundsample benutzt. Gott, das ist so. Oh, als ich nur da will, jetzt kommt noch so komische Musik dazu, oder was? Ein bisschen lauter machen, ne? Damit mich gleich der Werwolf ein bisschen anschreit. Ich hoffe, das ist kein Jumpscare oder sowas. Da fliege ich irgendwie vom Schuh gleich. Erstmal muss man den natürlich auch finden. Oder eher uns, besser gesagt. Inzwischen zwei versuchen wir natürlich normale Tiere zu jagen. Hier habe ich natürlich auch meinen. Ne, habe ich nicht. Habe ich den denn? Habe ich da? Doch. Ich sage mal, Geruchsneutralisierer ganz wichtig auf der Werwolfjagd, denn dann können die Tiere oder diese Monster dich nicht
wahrnehmen, nicht riechen. Du bist erstmal gut geschützt. Oh Gott, ey. Warum wird das denn hier lauter? Ach ja, nachladen soll ich auch, ne? Leute, das wird die ganze Zeit laut und leise. Also ja, 340er Weatherby, das ist die Waffe unserer Wahl, ne? Wenn da so ein Werwolf kommt. Gott, ey. Dagegen war das letzte Halloween-Event aber ein Fest. Da haben die sich echt ins Zeug gelegt, diesmal mit dem ganzen Setting. Letztes Jahr gab es ja diese Zombie-Wapitis. Aber die waren dagegen echt harmlos. Oh Mann. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Ist da irgendwo rüber? Da will ich hinlaufen. Da wollen wir hin. Also ich muss mal hier so ein bisschen die Biege machen. Aber bis jetzt auch noch kein Anzeichen von dem anderen Tier. Nicht, dass sie alle hier geflohen sind. Die guten Tiere. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so einen Werwolf zu finden. Kostet es, was es wolle. Aber irgendwo... Mein Gott. Und wenn der Sound so lauter wird, habe ich immer richtig Angst. So. Hallo, Tiere. Jemand zu Hause? Dass wir auch keine Fährten sind, ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, mit dem Sound stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Das wird immer laut, leise, laut, leise. Das scheint irgendwie gerade ein bisschen buggy zu sein. Und es könnte sich auf leise festlegen. Der liebe nette Sound. So, gehen wir ein bisschen weiter hier. So, wir werden auch so ein Monster spinnen. Das wäre doch der Super-GAU, ne? Dann wäre ich hier raus. Dann wäre ich raus, dass du normal spinnen kann ich ja gar nicht ab. Also, so was Ekliges, ne? Wie so eine Spinne. Wenn er dich mit ihren 8 Augen da anglotzt. Boah. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Weil es steht da unten. Wo habe ich denn das Fänger? Ist hier auf 4. Nur ein Baumstamm. Baumstamm, Stein, was auch immer. Hauptsache kein Werwolf. Aber bis jetzt sehen wir gar nichts. Und ich würde sagen, deshalb machen wir jetzt erstmal tatsächlich einen Cut und ich gehe mal ein Tierchen suchen. Weil anscheinend ist sie ausgestorben. Wir sehen uns also gleich wieder. Ein erster Call von einem Hirsch. Spektakulär. Ja, wo unten am Hochsitz steht da der Gute. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen zu rufen. Und bitten, dass er keinen unerwünschten Gast dabei hat. Der gute Hirsch. Man hat eine Sichtweite hier, die ist echt gleich null, ne? Wir laufen quasi auf den zu. Aber sehen. Ich sehe nicht mal die Bäume, wo der Hochsitz ist. Das ist schon ganz schön weit weg. Ja, man hat einfach die Sichtweite nicht. Die haben sie komplett rausgenommen. Das ist wirklich so neblig, dass man echt nichts sieht. Oh. Wapiti ist auch da am Start. Guck an, alle da unten. Versammlung oder was? Dann schauen wir doch mal, dass wir irgendwas davon angelockt bekommen. Und dann gegebenenfalls auch töten können. Bevor es unser Freund der Werwolf tut.
Ich sehe halt echt gar nichts. Ich sehe halt echt null. Keine Ahnung, wo der ist. Mal schön hier rufen, ne? Der, kommt vielleicht eher. Könnte versuchen, zum Hochsitz zu kommen, aber ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht die Tiere nicht einfach verschrecken werde, weil die halt nicht da stehen. Oder die stehen halt genau da dran. Und ich kann mich hier nicht so gut anpeitschen wie bei anpirschen wie bei Call of the Wild. Hier sind die Tiere ein bisschen schreckhafter, deshalb habe ich eigentlich ein bisschen. Das war eventuell die falsche Taste. Scheiße. Da habe ich mal kurz WASD vertauscht. Und bin eins weiter rechts gerutscht. Und pfeif einfach mal auf F. So kann man es natürlich auch machen. Da können wir jetzt da wenigstens hinpirschen. Und mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was in der Nähe steht. Oder auch nicht. Wo haben wir denn den guten? Das ist halt gar nichts hier, ne? Da vorne ist eine Fährte. Unsere erste Tierfährte tatsächlich. Bis auf die Calls, die wir schon hatten. Hä, hey, müsste hier nicht der Host jetzt irgendwo sein? Ah ja, da unten, okay. Das ist die Pferde vom Hirsch auf jeden Fall. Da waren noch ziehend. Und das hier sind Wapitis. Lol, was leuchtet denn da so? Ist mir egal, gehe ich bestimmt nicht gucken. Da gehen wir mit Sicherheit nicht gucken. Ich versuche mal zum Hochsitz zu kommen, da fühle ich mich sicher. Da fühle ich mich halbwegs sicher, aber wir sehen ja nicht mal den Waldrand. Ja, ich meine, wenn wir die Wiese kennen wir ja aus den ganzen anderen Videos. Das ist ja quasi diese Standardwiese und wir sehen nicht mal den scheiß Waldrand. Und der ist echt nicht so weit weg. Und die ganze Zeit blinkt da irgendwas auf und du denkst einfach, das ist der Werwolf persönlich. Die Augen. Die Augen. Die im Nebel blinken. Er steht halt direkt davor, ne? Ich sehe ihn absolut nicht. Da vorne sieht man so ein bisschen im Waldrand. Wenn man so seitlich guckt, dann rennt er ein bisschen weiter. Aber sonst sehen wir auf die Wiese nichts. Das heißt, wir müssen warten, bis der Gute aus der Deckung rauszieht, aus dem Nebel. Da sieht man so einen Busch, aber mehr auch nicht. Boah. Da ist er. Oder hat er nur ein Geweih? Ne, er hat zwei. Er hat zwei, da zieht er raus. Aus dem Nebel. Unsere Chance auf den ersten Abschuss. Und den. Haben wir getätigt. Das erste Tier liegt also. Gehen wir mal einsammeln, den Guten. Bevor wir uns dann weiter auf die Suche machen. Nach dem Wapiti. Also normale Tiere noch durchaus hier vorhanden. Auch zu Halloween. Aber super schwierig zu bejagen bei der Sicht. Ich glaube, da könnte auch durchaus so ein Bär schon mal zum Problem werden.
Aber immerhin ja. Er war Pity am Start. So. Gucken wir uns die noch an. Haben wir getroffen? Ja, das ist halt die 3. Was haben wir hier für eine Waffe? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, die 30er, genau. Die 30er. Auch noch 65, gar nicht so schlecht. Die 30er regelt natürlich auch richtig wieder. Schlägt alles durch. Was auch sonst. So. Textodemeisen wollen wir nicht. Wobei es im Trophy Room auch neue Sachen gibt. Wie ein Waffenregal und sowas. Eigentlich auch ganz nice. Muss man, glaube ich, auch alles kaufen. Aber wir werden jetzt mal gucken, dass wir den Werwolf sehen oder finden. Das heißt, wir machen hier nochmal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Da sind wir wieder. Und da ist was auf dem Boden. Da ist was auf dem Boden. Neue Spur gefunden. Werwolf. Ein Werwolf treibt hier sein Unwesen. Aber hier ist er auch. Es sind zwei Werwölfe, als ob. Ich werde die Spur jetzt hier verfolgen. Sollte ich das hinbekommen? Okay, da ist er. Alter, wie viele Werwölfe sind denn hier? Wie viele Werwölfe sind denn hier? Werwolf. Der Werwolf ist auf jeden Fall irgendwo in der Gegend. Aber ich weiß natürlich nicht, wie alt er ist. Oder wie alt die Fährte ist. Wenn mir dafür noch die dritte fehlt, ne? Aber wo ist sie denn? Wo ist denn die dritte Fährte? Wir sind eben auf der Spur, aber ich weiß nicht, wo es weitergeht zur Hölle. Dann nehmen wir doch den anderen, ne? Wenn wir den hier verloren haben. Gut, dass wir dann noch einen zweiten haben. Das bietet sich natürlich an. Denn hier scheint es nicht mit weiter zu gehen. Also ist es natürlich auch wahrscheinlich relativ weit auseinander. Lol, war hier nicht gerade noch eine zweite? Wo ist die denn jetzt hin? Da, oder? Da haben wir den. Okay, das sind normale Wölfe. Das sind normale Wölfe. Ich will nicht. Ich will nicht. Das sind normale Wölfe. Aber es müsste doch eigentlich von dem müsste ich jetzt drei haben. Warum wird mir der Kreis nicht angezeigt? Oh, Mann. Oder nee, von dem habe ich nicht drei. Das waren auch die, oder? Da ist dann die dritte. Das müsste die dritte sein. Ja. Okay. Der ist ein bisschen weiter weg. Das heißt, ich versuche ihn jetzt zu verfolgen. Hier ist nämlich die andere Werwolfspur. Aber wir werden jetzt den verfolgen. Ich habe den anderen mal gesehen. Führt erstmal so grob ins Nichts. Oh, ich habe eine Mission completed. Das heißt, ich muss so kurz gucken, dass wir die nächste hier machen können. Warte mal. Mission. Warum kann ich die jetzt hier nicht? Habe ich doch. Ach so. Ein Call müssen wir noch identifizieren, alles klar. Ein Call brauchen wir auch noch. Für die Mission. Dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal näher ran. Aber das scheint hier hinter den Tieren her gewesen zu sein. Was hat der vorgehabt? War das ein Bär? Das ist ein kleiner Bär, den wir da haben. Und wo bist du jetzt weiter? Ach, die ganzen Fährten hier. Da. Da ist er. Da ist er. Wir müssen erstmal aufschließen. Wir sind noch ein gutes Stück weg, das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen flitzen. Da bin ich schon wieder verloren, ne? Ne, da vorne. Da läuft so ein bisschen Zickzack leider. Na gut, aber ich würde sagen, wir machen hier trotzdem erst nochmal
einen Cut an der Stelle, weil so wirklich näher rankommen tun wir aktuell noch nicht. Das heißt, ich werde versuchen, da ein bisschen weiter aufzuschließen und den Werwolf einzuholen. Wir sehen uns gleich wieder. Da ist er. Da ist er. Aber wo hat er gecallt? Habe ich jetzt gerade den Call gecheckt? Habe ich jetzt die Pferde da gecheckt? Weiß ich nicht. Aber irgendwo da vorne ist er. Mission completed. Wir haben den Call gecheckt. Okay, kann ich jetzt die andere annehmen hier? Hallo? Ich muss gleich mal refreshen hier oder was? Missionen. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir die Mission dabei haben. Ja, jetzt kann ich sie machen. Harvest the Rocky Mountain Egg with more than a trophy. Okay. Andere Tiere soll man harvesten. Was klar ist, erstmal egal. Wir versuchen hier den König des Waldes zu finden. Den neuen. Aktuellen König des Waldes. Den Werwolf. Aber ich bin noch nicht nah dran, ne? Auch wenn er da callt. Scheint er noch ein gutes Stück weg zu sein. Und ich weiß nicht, wo der langgelaufen ist. Wo ist der denn schon wieder? Ich glaube, der ist vor mir! Was? Hallo? Alles wird gut. Da hinten ist er, oder? Das steht da! Das steht da, der Werwolf! Männlich. Werwolf. Und wir haben keine Silberkugel dabei. Ja, Prost Mahlzeit. Wir können den locker nicht töten, ne? Versuchen ein bisschen heranzukommen. Jung, ist gut! Ist gut! Jung, ist gut! Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja. Das gefällt ihm, glaube ich, nicht so. LOL! Ich glaube, das gefällt dem Werwolf gar nicht, wenn man auf ihn schießt. Alter. Aber angegriffen hat er uns auch nicht, komischerweise. Angegriffen hat er uns komischerweise auch nicht. Okay, ich glaube, töten können wir den nicht. Vielleicht, wenn wir die Mission verfolgen, dass wir dann irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir den tatsächlich schießen können. Aber ich glaube, laut Text ist das dieses Jahr noch nicht möglich, sondern erst nächstes Jahr soll es vielleicht möglich sein. Das ist irgendwo hingerannt, ne? Laut Text ist es dieses Jahr nicht möglich, den zu töten. Wird sich gut in unserer Trophäen-Lodge machen. Geht aber leider nicht. Deshalb würde ich sagen, wir haben den Werwolf gesehen. Und damit lassen wir es nur gut sein. Ne? Ich will den gar nicht mehr jagen. Hat mir gereicht. Hat mir gereicht. Das soll es gewesen sein von diesem Video. Werwolf haben wir gesehen. Sind wir auf dem Pferd gewesen. Und jetzt haben wir ihn verjagt durch ein paar Schüsse. Und haben überlebt. Fast. Wenn der Reiter nicht gekommen wäre. ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es dir gefallen hat. Lass auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen.